Entschuldigen Sie, haben Sie Cevapcici? Aber nicht mit Tofu, das schmeckt nämlich doof. Du, heute gibt's Cevapcici vom Cevaco Maker, den Big Barbecue auch getestet hat. Und ob die richtig lecker werden und ob das Teil richtig funktioniert, das seht ihr jetzt im Video. Bam! Und heute machen wir richtig leckere Cevapcici und zwar mit unserem Cevapcici Maker. Der Blog Big Barbecue hat euch, der eine oder andere hat schon mitbekommen, den Cevapo Maker vorgestellt und von daher blieb uns nichts anderes übrig, weil wir waren an sich von dem Bericht mega begeistert. Da haben wir gesagt, wir holen uns den auch und probieren den mal aus, dass ihr nicht nur im Blog seht, ob der Cevapo Maker wirklich gut ist, sondern auch in dem Video. Und wir testen es richtig aus und machen heute richtig leckere Cevapcici. Und welche Zutaten wir hierfür brauchen, das sind natürlich 800 Gramm Hackfleisch. Dann brauchen wir unseren Cevapo Maker. An Gewürzen nehmen wir hier schwarzes Gold, dann brauchen wir noch geräuchertes Paprika, frischen Knoblauch, wir haben jetzt hier 2 Zehen, dann haben wir 2 rote große Zwiebeln, klein gehackt in kleine Stücke, nehmen wir ein bisschen zum Verfestigen Paniermehl und natürlich, was in Cevapcici nicht fehlen darf, ist Petersilie. Ob du hier glatte Petersilie oder krause Petersilie nimmst, das bleibt dir selbst überlassen. Aber auf jeden Fall frische Petersilie, die muss mit rein und zwar ein ganzer Bund. Und jetzt fangen wir einfach schon an. Im Prinzip total einfach. Wir müssen jetzt hier einfach nur hier das Hackfleisch zusammenmischen, abschmecken und dann laden wir unseren Cevapo Maker vor. Und dann ziehen wir einfach unsere Cevapcici da durch und testen den wirklich mal aus, ob der wirklich so gut ist. Der hat jetzt kostet 19,99. Der ist Spülmaschinen geeignet, also den könnt ihr einfach in die Spülmaschine tun. Besteht auch nur aus 2 Teilen und der ist BPA-frei. Natürlich, wenn man mit Lebensmitteln arbeitet, sollte man darauf achten, dass da jetzt keine Weichmacher etc. drin sind oder schädlichen Stoffe. Ja, muss auch nicht sein. Komisch, Cevapo Maker, Cevapcici Maker, okay, steht wahrscheinlich für Cevapcici, Ceva und Po steht für Potato, weil da kann man eben nicht nur Cevapcici machen, sondern auch Gnocchis oder, wie der Mann immer so schön sagt, Gnocchis und man kann Kroketten mitmachen. Da an der Seite sieht man es vielleicht, ich halte es mal ein bisschen dichter in die Kamera, man kann Kroketten mitmachen, man kann Cevapcici mitmachen und man kann Gnocchis mitmachen. Ja, von daher eine coole Sache, kommt auch direkt aus Kroatien, also von daher muss es ja gut sein, wenn es direkt vom Balkan kommt. Robust und handlich, überzeugen wir uns jetzt gleich von, auch für Koketten und Co. hält ein Leben lang, schauen wir mal. Und da steht drauf, über 30 Cevapcici in 5 Minuten. Ja, und das würde ich sagen, probieren wir jetzt einfach aus. So, im Prinzip kommt jetzt in unser 800 Gramm Hackfleisch, wie gesagt, 2 große rote Zwiebeln, einfach klein gehackt, einmal komplett rein. Dann einen ganzen Bund Petersilie, ob kraus oder glatt, ist völlig egal. Auf jeden Fall frische Petersilie. 2 klein gehackte Knoblauchzehen. Du kannst auch gerne mehr machen, aber bei uns essen heute die Kinder mit und von daher gibt es dann nur 2 Knoblauchzehen. An Gewürzen machen wir jetzt hier ja, gute 1,5-2 Esslöffel schwarzes Gold rein. Und ungefähr ja, so 3 Esslöffel Paprikapulver. Und natürlich auch zum Andecken einfach noch ein bisschen Paniermehl. Und da kommt jetzt einfach mal ein Schuss rein. Jetzt kneten wir es richtig schön durch, damit es eine richtig schöne Konsistenz bekommt. Unser Cevapcici Maker, Cevapo Maker, kommt das erste Mal jetzt in Einsatz. Also wir, wie gesagt, wir haben jetzt hier 2 Teile, die super ineinander passen. Da gibt es so eine Führungsschiene hier außen, damit es nicht verwackeln und verrutschen kann. Genau, einmal die Seite, wo wir jetzt auf jeden Fall das Hackfleisch einfüllen und dann einmal den Stempel, mit dem wir es jetzt quasi gegendrücken.
und dann kommt die ganze Chose halt hier raus. Und dass wir auch wirklich den ganzen Rest hier rauskriegen, gibt es hier hinten dann nochmal einen Stempel, wo man gegendrücken kann. Und dann kommt auch alles wunderbar raus. Ja, und das, denke ich mal, ist jetzt eine relativ einfache, simple Sache. Sollte super funktionieren. Und wie das geht, das sehen wir jetzt. Als allererstes füllen wir jetzt hier hinten Hackfleisch an. Ich nehme jetzt hier mal einen Löffel, weil ich muss dann eh gleich wieder die Kamera umstellen. Von daher versuche ich jetzt, dass meine Hände einigermaßen sauber bleiben. Genau, also einfach jetzt hier Hackfleisch einfüllen und dann setzen wir im Prinzip den Stempel oben drauf. So, und dann geht es nämlich gleich richtig los. Jetzt einfach mal hinten raus. Sollte das, sogar ohne Schneiden, super funktionieren. Also, sieht mal gar nicht so schlecht aus. Ihr seht, da ist definitiv alles restlos rausgegangen, einfach, dass der Stempel noch mal ein bisschen nachgedrückt wird. Und dann haben wir jetzt hier unsere Cevapcici. Können wir ganz kurz noch mal ein bisschen zusammendrücken, weil die hingen jetzt ganz kurz noch mal in der Schiene drin. Sind, ja, also fast gleich lang. Auf jeden Fall, okay, da ist ein bisschen länger, warum auch immer. Auf jeden Fall sind sie alle sehr gleichmäßig geworden. Aber jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal Runde 2. Jetzt machen wir sie mal einfach ein bisschen kürzer, indem wir das halt nicht ganz so voll machen, sondern eben nur so zu 3/4, würde ich sagen. Und den Stempel zum Abschneiden. So. Jo, also das würde ich jetzt sagen, sieht für mich jetzt schon ein bisschen mehr aus wie ein Cevapcici. Im Gegensatz zu der ersten Länge, also die habe ich jetzt wirklich nur 3/4 gefüllt und also die Länge bevorzuge ich jetzt. Und da hat man auf jeden Fall ein paar mehr davon und ich finde sie jetzt einfach von der Länge her wesentlich schöner, sind auch wirklich gut geworden. Also man muss wirklich sagen, das Hackfleisch ist gut durchgeknetet, hält gut zusammen. Und nach wirklich ganz kurzer Zeit sind wir jetzt auch schon soweit und jetzt kommen unsere Cevapcici auf den Grill. Die werden jetzt einfach direkt gegrillt für 2, 3, 4 Minuten, dann sind die schon gut. Und und dann würde ich sagen, legen wir sie jetzt drauf, machen den Deckel zu und dann sind wir auch schon bereit zum Verkosten. Ab geht's! Da sind wir. Kurze Zeit später, also die waren jetzt ungefähr so 3 Minuten auf dem Grill. Direkte starke Hitze. Einfach mal zwei, dreimal wenden, damit die einfach von allen Seiten richtig knusprig sind. Und ich würde sagen, bevor sie jetzt kalt werden, wird verkostet. Innen total weich. Durch, aber natürlich. Also das Hackfleisch ist innen drin durch. Außen knackig. Und die schmecken einfach, dazu jetzt richtig leckeres Eiweiß.
und Juwek-Reis. Ein Traum. Also ich habe jetzt wirklich, die Verpackung lügt nicht. Über 30 Chwapchichi in nur 5 Minuten, ganz ehrlich, ich schaffe 50 wahrscheinlich in 5 Minuten zu machen. Und dafür für den ersten Einsatz, das Ding nicht eingeölt oder sonst irgendwas, das hat einfach wunderbar funktioniert. Und muss echt sagen, für 20 Euro eine richtig gute Investition. Jetzt gehe ich mit den Chivapchichi rein und dann wird lecker gegessen. Ich hoffe, euch hat das Video da draußen gefallen. Ihr schaltet am Sonntag, ja genau, und am Sonntag um 12 Uhr gibt es das nächste Video von uns. Schaltet kräftig ein, gebt einen Daumen nach oben dafür, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert uns, wenn das noch nicht geschehen ist. Und folgt uns auch auf TikTok und Instagram. Und auf unserer Facebook-Gruppe MG Barbecue, da gibt es einen Blog und eine Gruppe. Und ich würde sagen, einfach vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin und habt einen schönen Tag. Ciao!